Auf das Jahr 2018 blicken die deutschen Fluggesellschaften wahrscheinlich etwas ungern zurück. Passagiere mussten sich da ziemlich viel gefallen lassen, während den Fluggesellschaften auf der anderen Seite oft aber auch einfach die Hände gebunden waren. Kann man sich wirklich drüber streiten. Tatsache ist aber, dass da vieles einfach nicht so gelaufen ist, wie das hätte sein sollen. Und dazu gibt es heute nochmal ein paar hoffentlich interessante Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Und wir schauen uns mal an, vor allem in Bezug auf Eurowings, da die ihre Maßnahmen nach außen hin mehr oder weniger klar kommunizieren, wie man diese Problematik angehen und im Idealfall auch lösen möchte. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe letztens in irgendeiner Zeitschrift eine ganz interessante Gegenüberstellung gelesen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Denn ich finde, ich meine, klar, da gibt es Unterschiede aus guten Gründen, aber ich finde, das regt ganz gut zum Nachdenken an, denn so ganz an den Haaren herbeigezogen ist das dann auch wieder nicht. Da hat man auf der einen Seite nämlich den 28. Oktober 2017. Irgendwann spät abends, kurz vor Mitternacht, landet da in Berlin der letzte offizielle Air Berlin-Flug. Und das war ein, ja, kann man schon fast sagen, ein Riesenspektakel. Hunderte Mitarbeiter haben gewartet. Dazu gab es Sondersendungen im Fernsehen. Alle in Anführungszeichen wichtigen Persönlichkeiten wurden nochmal interviewt und dazu befragt. Und man spürte aus allen Ecken schon wirklich Mitgefühl für die betroffenen Mitarbeiter. Aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, es war ein riesengroßer Tag, ein riesengroßer letzter Tag. Aber es war vor allem ein Tag, auf den man sich vorbereitet hat, weil man sich darauf vorbereiten konnte. Nicht zuletzt durch den von der Bundesregierung überraschend schnell organisierten Kredit, der die Air Berlin noch eine Zeit lang in der Luft hielt, um die betroffenen Passagiere vor allem wieder nach Hause zu holen. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte man das vorher alles schon ein bisschen besser absehen können und das Ganze für den Passagier dann ein bisschen besser über die Bühne bringen können. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine ganz normale Nacht von Montag auf Dienstag, irgendwann Anfang Februar, und dann landet der letzte Germania-Flug in Nürnberg. Und da wird er erwartet von den Leuten, von denen er nachts immer in Nürnberg erwartet wird. Und die Crew erfährt nach dem Flug erst per Telefon, dass mit genau ihrem Flug gerade über 30 Jahre Firmengeschichte zu Ende gegangen sind. Alle anderen erfahren es wahrscheinlich erst am nächsten Morgen. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ob das jetzt fair ist oder nicht, das muss irgendjemand anderes beurteilen, weil es gibt ja Gründe dafür, dass es diesen Unterschied gab. Tatsache ist, Germania war eine deutlich kleinere Fluggesellschaft als Air Berlin. Aber ein nicht zu unterschätzender Punkt ist sicherlich auch, dass man sich zur Zeit der vor der Tür stehenden Air Berlin-Insolvenz im Wahlkampf befand. Und dass hier die Politik nicht ganz unbeteiligt war, das dürfte klar sein. Irgendwie wundert es einen aber auch gar nicht mehr so sehr. Bei der Air Berlin-Pleite könnte man schon fast sagen, dass die Öffentlichkeit wirklich eine gewisse Zeit lang quasi schockiert war. Bei der Germania-Pleite war das jetzt nicht so. Da wurde 2-3 Tage drüber gesprochen, dann war das aber auch wieder gut. Und wenn man jetzt den Vorstandsmitgliedern der großen deutschen Airlines Glauben schenken möchte, dann geht das mit der Konsolidierung jetzt auch noch eine ganze Weile so weiter. Ganz egal, ob man da jetzt nur auf die deutsche oder auf die europäische Luftfahrt im Ganzen guckt. Es gibt einfach zu viele Fluggesellschaften in Europa. So heißt es zumindest. Es geht nun also hauptsächlich als Fluggesellschaft darum, die Konsolidierung aktiv mitgestalten zu können. Und dafür nimmt man dann auch gerne mal die ein oder andere Airline-Pleite in Kauf, beziehungsweise im Idealfall profitiert man sogar von der Pleite der Konkurrenz, indem man Flugzeuge und damit Kapazitäten und auf der anderen Seite natürlich auch Mitarbeiter und Passagiere übernimmt. In dem Moment, wenn sie in Anführungszeichen am verwundbarsten sind, nämlich wenn sie ohne Job, beziehungsweise ohne Flug und auch ohne Alternative dastehen. Das klingt jetzt zwar ziemlich negativ, ist aber gar nicht unbedingt so gemeint. Dass so manches Unternehmen für die Zukunft auf lange und auch auf kurze Sicht besser aufgestellt ist als ein anderes Unternehmen, das war schon immer so. Das ist auch gar nicht die Frage. Und dass hier mal das ein oder andere Unternehmen zu Boden geht, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja auch völlig normal. Über Details kann man an der Stelle sicherlich streiten, aber ich denke mal, dass wir uns einig sind, dass eine Germania oder auch eine Air Berlin als ehemals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, dass diese Airlines einfach nicht fit waren für die Zukunft. Sinnbildlich für das Thema Konsolidierung in der deutschen Luftfahrt ist da wahrscheinlich dann Eurowings. Lufthansa nutzt nämlich, angefangen mit der Air Berlin-Pleite, die verschwindenden Airlines in Deutschland, um ihre eigene Billigtochter massiv auszubauen und damit stark aufzustellen am Markt. Das war nach der Air Berlin-Pleite schon ganz schnell ein Riesenthema in der gesamten Öffentlichkeit und schnell kam die Frage auf, ob es jetzt gerade auf innerdeutschen Verbindungen bald nur noch die Lufthansa Group zur Auswahl geben wird. Mittlerweile liegt die Air Berlin-Insolvenz und das damit verbundene Chaos in der deutschen Luftfahrt mehr oder weniger hinter uns. Und es gibt entsprechende Zahlen mit klaren Aussagen, die wir uns jetzt angucken können. Im Jahr 2017 lag der Marktanteil an innerdeutschen Strecken. Es geht hier nur um die innerdeutschen Verbindungen bei der Lufthansa Group bei etwa 70%. Das ist schon mal eine ganze Menge. Jetzt, im Jahr 2018, lag er bei über 85%. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Air Berlin hatte im Jahr 2017 25% der Marktanteile an den innerdeutschen Strecken, im Jahr 2018 dann natürlich gar keine mehr. Bedeutet gleichzeitig zu dem massiven Zuwachs bei der Lufthansa Group, die Lufthansa hat nicht alles bekommen und da kommt dann EasyJet
Easyjet ins Spiel. Die hatten im Jahr 2018 an den innerdeutschen Verbindungen nämlich 8% der Marktanteile. Das ist relativ überschaubar. Von ungefähr 120 innerdeutschen Flugverbindungen im Jahr 2018 gehen etwa 90 an die Lufthansa-Gruppe. Und noch viel interessanter ist, auf gerade mal 10 innerdeutschen Verbindungen gibt es überhaupt noch Wettbewerb. Und da kann man sich dann mal die Frage stellen, wie ist sowas überhaupt möglich? Naja, die deutschen Fluggesellschaften, die da als Alternative in Frage kommen würden, die sind an einer Hand abzählbar. Für eine Condor, für eine TUI Fly oder für eine noch recht junge Sund Air sind innerdeutsche Verbindungen bedingt bis gar nicht interessant. Condor hat immerhin eine deutsche Verbindung übernommen, und zwar die Verbindung von Düsseldorf nach Sylt. Die haben sie aus dem Air Berlin Kontingent übernommen. Das ist dann aber auch schon die einzige innerdeutsche Verbindung im Flugplan der deutschen Ferienfluggesellschaft. Tja, also wenn man jetzt nicht alles der Lufthansa Group mehr oder weniger einfach so vor die Füße legen möchte, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das fällt einem nicht wirklich schwer, weil die Konkurrenz aus dem europäischen Ausland, die klettert ja quasi schon über den Tellerrand. Aber auch das ist recht überschaubar. Da kommt Ryanair und da kommt eine EasyJet. Und Ryanair ist nicht wirklich an innerdeutschen Strecken interessiert, sondern vielmehr an europäischen Verbindungen aus Deutschland heraus. Dann bleibt also EasyJet übrig, und das ist ja schon mal eine schöne Sache, aber auch die können nicht von einem Tag auf den nächsten 25% der innerdeutschen Marktanteile von der Air Berlin übernehmen. Also bleibt man doch wieder an der Lufthansa Group hängen. Was hier fehlt, ist tatsächlich einfach mal was Neues. Ein Luftfahrtunternehmer oder eine Luftfahrtunternehmerin, die mit einer neuen innerdeutschen Fluggesellschaft an den Start geht und die eine innerdeutsche Fluggesellschaft aufbauen kann, die auch rentabel funktionieren kann. Aber wer kann das schon? Aktuell wahrscheinlich niemand. Und dann passen auf einmal Aussagen wie mit 100 Flugzeugen oder mit weniger als 100 Flugzeugen kannst du heute eh nichts mehr reißen in der Luftfahrt. Aber mit 100 Flugzeugen oder mehr fängt halt niemand an. Jetzt darf man das aber natürlich auch nicht nur von einer Seite sehen. Für die Lufthansa Group war es selbstverständlich auch kein Ponyhof, mal eben 77 Flugzeuge und die damit verbundenen Kapazitäten und das dazugehörige Personal mal ebenso zu integrieren. Was daraus entstanden ist, wissen wir alle, der auf diesem Kanal ja mittlerweile berühmt-berüchtigte Sommer 2018. Der kam zusammen mit einem massiven Ausbau der Billigfliegerei in Deutschland. Eurowings kommt hierzulande mittlerweile auf 48% der Marktanteile. Das ist wahnsinnig viel, und hier geht es jetzt nicht nur um die innerdeutschen Verbindungen, sondern um den deutschen Markt generell. Die Billigfluggesellschaft Ryanair ist mittlerweile ebenfalls richtig weit vorne mit dabei, denn auch die haben immer weiter ausgebaut, zum Beispiel in Form von sich selbst an Standorten wie Frankfurt oder Hamburg oder in Form der Laudamotion an Standorten wie Düsseldorf. Mittlerweile kommt Ryanair in Deutschland auf 19% der Marktanteile. Und das ist ja ebenfalls sehr beeindruckend, wenn man mal überlegt, dass die vor gerade mal 5 Jahren an den großen deutschen internationalen Flughäfen ja echt noch eine Seltenheit waren. Und so stieg der Anteil der Billigfliegerei an der deutschen Luftfahrt innerhalb von einem Jahr, vom Sommer 2017 zum Sommer 2018, von 25% auf 32%. Über 3200 Mal startet Eurowings von Deutschland aus pro Woche und knapp 1000 Mal nur vom Flughafen Düsseldorf, und das war vor 1,5 Jahren noch Air Berlin-Territorium. Und die Zahlen, die kommen übrigens vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und auch wenn man hierzulande gefühlt nur noch Eurowings-Flugzeuge sieht, um wirklich so groß zu werden wie Ryanair oder EasyJet, da brauchen die noch ein bisschen was. Denn Eurowings hat etwas mehr als 100 Flugzeuge in der Flotte, bei EasyJet sind es deutlich über 300 Maschinen und bei Ryanair sind es über 450 Flugzeuge. Lufthansa ist aber natürlich, also die Lufthansa Group, ist natürlich immer noch die Nummer 1 in Deutschland mit über 750 Flugzeugen, verteilt auf verschiedene Fluggesellschaften. Das macht diese Gruppe sehr, sehr stark. Und spätestens diese Zahlen zeigen, dass man sich wirklich in einer ungünstigen Zwickmühle befindet. Auf der einen Seite möchte man eine entschlossene Frau oder einen entschlossenen Mann mit einer neuen Airline irgendwo an den Start gehen sehen. Auf der anderen Seite hat man eine kleine Anzahl an immer größer werdenden Gruppen, die uns in der europäischen Luftfahrt zeigen, wie Konsolidierung funktioniert. Aber nochmal zurück zur deutschen Luftfahrt. Eurowings hat sich also in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten auf eine sehr beeindruckende Art und Weise entwickelt. Man ist massiv gewachsen, das hat die Fluggesellschaft aber auch einiges gekostet. Einige schlechte Schlagzeilen und es gab einen Haufen an verärgerten Passagieren. Dafür investiert man aktuell und auch noch das gesamte laufende Jahr 2019 etwa 50 Millionen Euro in Form des Projektes Scope, bei dem man alle Abläufe in der Fluggesellschaft genau unter die Lupe nehmen möchte, optimieren möchte, sofern es möglich ist, um sich damit fit zu machen, um sich bereit zu machen für den Sommer 2019, der jetzt schon echt bald vor der Tür steht. Es werden beispielsweise Reservemaschinen eingeplant oder die letzten Maschinen der Eurowings sollen planmäßig gegen 22.15 Uhr in Düsseldorf eintreffen, damit man noch genug Puffer zum Nachtflugverbot hat. Gleichzeitig werden am Boden beispielsweise die Passagierabfertigung oder Umsteigewege kontrolliert und eventuell nachgebessert. Das Stichwort heißt hier qualitatives Wachstum. Und weil man sich darauf konzentriert, schlägt man sich wahrscheinlich gerade auch in der Öffentlichkeit nicht mit anderen Fluggesellschaften um die Teile der Germania, die da noch übrig sind, aber da soll es zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch 3 wirkliche Interessenten geben. Natürlich lässt sich aber auch nicht alles durch die Fluggesellschaft selbst kontrollieren und nachbessern. Die Flugsicherung hat beispielsweise mittlerweile schon angekündigt, dass das im Jahr 2019 am Himmel über Europa doch nochmal etwas schlimmer aussehen könnte als im Jahr 2018.
Also wir dürfen da gespannt sein. Aber das, was da gerade in der europäischen und auch in der deutschen Luftfahrt abgeht, das ist aus vielerlei Hinsicht wirklich interessant. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Zahlen und Daten mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu dem Thema, würde mich auch sehr über Feedback zum Video freuen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.